Wien zählt 120 Brennpunktschulen. Dort gibt es häufig nur mehr ein Kind in der Klasse mit deutscher Muttersprache. Generell sprechen mehr als 3/4 aller Schüler auch in den Wiener Mittelschulen zu Hause eine andere Sprache als Deutsch. Besonders Kinder, deren Eltern eben nicht Deutsch sprechen oder von Armut betroffen sind, scheitern im Bildungssystem. Einer, der genau weiß, wovon er spricht, da er täglich damit zu tun hat, ist der Volksschullehrer Richard Ziesler. Er ist jetzt bei mir zu Gast. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Sehr gerne, und ich muss gleich sehr provokant starten. Böse Zungen sagen, Lehrer haben vormittags recht und nachmittags frei. Stimmt das? Stimmt nicht. Ich habe meine 2 Stunden für dieses Interview eingearbeitet. Alles klar. Und wir sind eine Ganztagsschule, wo ich bin, und wir haben bis 15.30 Uhr die Zeit mit den Kindern. Sie sind ja Lehrer in einer Brennpunktschule, ich habe es schon angesprochen, 120 davon gibt es insgesamt in Wien. Lassen Sie uns da jetzt einfach mal direkt in Ihre Lebensrealität eintauchen. Man liest ja sehr viel in den Medien, man hört sehr viel, aber oft von Menschen, die nicht vor Ort sind. Sie sind vor Ort, wie ist das an einer Brennpunktschule? Ich bringe gleich ein Beispiel. Es geht um eine Deutsch-Förderkursstunde. Etwas, das in dieser Form sowieso für mich nicht zeitgemäß ist, weil da werden ein paar Kinder aus verschiedenen Klassen zusammengeholt und von mir in diesem Falle mit Deutsch beschäftigt. Ich mache das ganz gerne so, dass ich den Kindern ein in einfacher Form geschriebenes Kinderbuch vorlese oder mit ihnen gemeinsam lese. Und letztens hatte ich eine Stunde, da war das Dschungelbuch dran, in einer sehr vereinfachten Form, kindgerecht. Trotzdem waren für meine Zuhörer noch jede Menge Fremdwörter drinnen versteckt, weil sie eben der deutschen Sprache nicht so mächtig sind. Überraschenderweise waren die Kinder an diesem Tag sehr aufmerksam, haben wirklich zugehört. Es ist mir auch gelungen, offensichtlich sie zu erreichen mit der Art des Vorlesens. Und dann wird halt immer ein bisschen nachbesprochen, was wir in dieser Geschichte gehört haben. Und da kam dann die traurige Überraschung. Am Ende der Geschichte wussten sie nicht einmal die Hauptpersonen mit den Namen. Mhm. Das allerdings ist kein rein nicht deutschsprachiges Problem, sondern dieses ist ein Problem, und das führe ich auf die TikTok-Generation zurück, dass die Kinder nicht mehr als 30 Sekunden schaffen, sich etwas anzuschauen und sich das zumindest kurzzeitig zu merken. Sie haben jetzt angesprochen, dass es dieses Problem in den Deutschförderklassen gegeben hat, wo eben Schüler aus dem regulären Unterricht herausgepickt werden. Ist das bei den anderen Kindern auch so, ist in Ihrer Wahrnehmung? Ja, natürlich. Also ich finde es nicht gut, Kinder aus der gewohnten Umgebung herauszunehmen. Zudem steht in einer Deutschförderklasse eine Lehrperson mit bis zu 18 Kindern, die natürlich nicht das Niveau haben, einem Unterricht zu folgen. Und wie soll das gehen, wenn ich quasi die Schwächeren rausnehme und die mit einer Person versuche, irgendwie weiterzubringen? Das ist völlig unmöglich. Ja, auch für das Soziale stelle ich mir das schwierig vor. Man wird eben aus dem Regelunterricht herausgerissen. Für das soziale Gefüge sicher auch nicht einfach. Richtig. Ja. Integrativ zu arbeiten, sprich mit 2 Lehrkräften in der Klasse, wäre viel sinnvoller. Das heißt, Sie sagen, diese Deutschförderklassen, die ja eine nette Idee war, sagen wir es vielleicht mal so, sind eigentlich komplett gescheitert. Ja. Okay. Was bräuchte es stattdessen aus Ihrer Sicht? Was wäre eine Lösung? Wir brauchen unbedingt jede Klasse doppelt besetzt. Wenn ich davon ausgehe, dass in Sportgruppen ein Betreuungsschlüssel herrscht von 8 bis 10 Kindern auf einen Betreuer und das Schulsystem hat einen Schlüssel von bis zu 25 Kindern auf eine Lehrperson und dabei ist Unterricht, sprich Wissenserwerb, noch viel schwieriger als Sportlernen, Bewegungslernen, da reicht oft das Vorbild. Und daher gehört unbedingt eine fast ständige Doppelbesetzung in jeder Klasse, auch in den Sprachen, in den Klassen, wo deutschsprachige Kinder sind. Aber speziell in den Klassen, wo Kinder mit nicht deutscher Muttersprache sitzen, gehören 2 bis oftmals sogar 3 Lehrpersonen hin, um die Kinder entsprechend fördern zu können. Das ist eine gute Idee, und ich bin sicher, da stimmen Ihnen viele Lehrkräfte auch zu. Das Problem ist ja, dass wir diesen Personalmangel haben. Und da würde mich jetzt auch interessieren, verstehen Sie, dass die Menschen nicht mehr diesen Lehrberuf wollen, beziehungsweise wie nehmen Sie das wahr oder wie hoch ist auch Ihr persönlicher Frust in diesem Beruf? Also mein persönlicher Frust ergibt sich immer wieder darin, wie an dem Beispiel am Anfang gebracht, dass man sich bemüht, für die Kinder was zu machen, und es kommt nicht an. Das ist mein persönlicher Frust. Ich habe deswegen trotzdem nicht aufgegeben. Ich versuche es weiter.
Ich sehe das als meine Aufgabe an, den Kindern den Start ins Leben zu erleichtern. Und dieser Frust ist natürlich bei vielen. Mhm. Dazu kommt überbordende Administration. Aufgaben alleine für Lehrausgänge muss man so und so viel Formulare ausfüllen, am Computer in zwei verschiedenen Systemen etwas ausfüllen, was oft bis zu einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde für einen einzigen Lehrausgang braucht. Mhm. Ich verstehe viele Kolleginnen, die dann sagen, naja, unter diesen Umständen bleiben wir halt in der Klasse. Mhm. Und Hand aufs Herz, Sie sind eben in einer Brennpunktschule. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, in eine, unter Anführungszeichen, normale Schule zu gehen, würden Sie diese wahrnehmen? Das ist eine gute Frage. Eine wirklich gute Frage. Nein, ich finde es trotzdem so, dass ich in dieser Brennpunktschule alles gebe und für die Kinder in meinen Klassen alles gebe und wir erreichen trotzdem tolle Dinge. Mhm. Wenn ich das sagen kann, die letzten zwei Radeln, sagt man als Lehrer immer die vier Jahre, wir haben jeweils ein Buch geschrieben, ein deutschsprachiges Buch. Die Kinder haben dieses Buch geschrieben. Mhm. Einfach, indem ich sie dazu animiert habe, sich damit zu beschäftigen. Wir drehen Filme und so weiter. Und die Kinder erarbeiten das alles selber. Und da machen sie mehr mit Deutsch als mit Deutschförderklassen oder Deutschförderkursen. Wie erleben Sie denn die Bereitschaft der Kinder selbst auch, sich zu integrieren? Also wollen diese Kinder Deutsch lernen? Wollen diese Kinder sich integrieren und es scheitert am System? Oder scheitert es auch an den Kindern? Es ist teils, teils. Es gibt sehr wohl die Kinder, die in den Pausen mit Vorliebe ihre Muttersprache sprechen, weil sie einige andere Kinder mit der gleichen Muttersprache in der Klasse haben und die auch zu Hause nicht Deutsch sprechen. Und da ist die Bereitschaft natürlich geringer. Und was ich ganz schlimm finde, nicht nur die nicht deutschmuttersprachigen Kinder, sondern generell die Kinder wollen nicht mehr lesen. Mhm. Okay, das ist natürlich ein Problem, weil so lernt man die Sprache am besten, weiß ich von mir selber auch. Sie haben jetzt angesprochen, dass in den Pausen oft auch die Muttersprache gesprochen wird. Da gab es ja in Niederösterreich in der schwarz-blauen Koalition die Überlegung, das zu verbieten. Wäre das für Sie etwas, wo Sie sagen, das passt? Ein Verbot ist immer gefährlich, denn Verbote fordern Widerstand. Ich würde eher so an die Fairness appellieren, die Fairness den anderen Kindern auch zu ermöglichen, zu verstehen, was gesprochen wird. Mhm. Ich habe es nicht einmal erlebt, dass Kinder zu mir kommen und sagen, bitte Herr Lehrer, die reden nur diese und diese Sprache. Ich weiß nicht, was die über mich reden. Mhm. Ja. Und da kann man sehr wohl ein bisschen was erreichen mit dieser Aufforderung. Inwiefern ist auch Gewalt ein Thema? Das ist ja etwas, was man auch, das ist ein Vorwurf, der auch immer wieder im Raum steht. Deshalb jetzt eben auch direkt an Sie. Sie sind mitten in so einer Schule. Ist Gewalt mehr geworden? Gewalt in verbaler Form sehr wohl, auch in den Grundschulen. Von körperlicher Gewalt habe ich das Glück gehabt, bis jetzt kaum etwas zu erleben in unserer Schule. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Kolleginnen und die Direktoren und so weiter hier entsprechend einwirken, dass körperliche Gewalt nicht passiert, aber das gegenseitige Beschimpfen und so weiter, das für mich sehr wohl zur Gewalt zählt, ist leider Gottes an der Tagesordnung. Das heißt, würden Sie auch generell sagen, die Integration ist gescheitert? In Wien in der aktuellen Form, ja. Mhm. Wer ist schuld, wenn man jetzt einen Sündenbock herausziehen möchte? Ich suche nicht gern Sündenböcke, aber wenn ich denke, dass das eine jahrzehntelange Zeit ist, in der da die Maßnahmen nicht gegriffen haben oder nicht ergriffen wurden, weil wenn es möglich ist, dass Menschen in Wien leben, die seit Jahrzehnten hier leben und noch immer nicht Deutsch sprechen, da ist was schiefgelaufen. Mhm. Ganz klar, ja. Den schwarzen Peter ziehen da ja irgendwie auch immer die Kinder, die ein bisschen besser sind, oder? Andreas Salcher, der Bildungskritiker, spricht ja immer von dieser Durchschnittsfalle. Man fördert eher die Schwachen, die Guten bleiben dabei auf der Strecke. Ist das so? Das kommt auf die Lehrpersonen an. Wenn es gelingt, und ich versuche es bei uns in der Schule und viele Kolleginnen ebenfalls, dass wir den sogenannten guten Kindern Anreize bieten, dass sie mehr machen können, dann gelingt es, dass sie zumindest nicht ganz auf der Strecke bleiben. Mhm. Natürlich drückt das Durchschnittsniveau sehr wohl.
Jetzt explodieren auch die Kosten, die in Österreich für Nachhilfe ausgegeben werden. Laut dem Arbeiterkammer-Nachhilfebarometer sind das 122 Millionen Euro für private Nachhilfe. Und da drängt sich dann natürlich schon die Frage auf, versagt das Bildungssystem? Man hat so viele Förderklassen, Deutschförderklassen, man konzentriert sich eh schon auf die Schwächeren. Scheinbar klappt es ja irgendwie trotzdem nicht. Ich denke nur gerade, mit 122 Millionen ließen sich eine Menge Lehrkräfte finanzieren, die in den Klassen für besseren Unterricht sorgen können. Ja, das stimmt, ja. Und dann müssten es die Eltern nicht mehr ausgeben. Beziehungsweise finde ich auch, dass Bildung nicht kostenlos sein muss. Das würde bedeuten, Sie würden auch eine Schule bezahlpflichtig machen? In Wien momentan wird den Leuten sogar schon die Jause und das Mittagessen bezahlt von der Stadt Wien. Wir haben das kostenlose Mittagessen. Ziehe ich nicht ein. Zu Hause müssten die Eltern den Kindern auch das Essen bezahlen. Und das sind schon viele mögliche Einnahmen, die das Schulsystem besser umschichten könnte. Andererseits für Kinder, die vielleicht von Armut betroffen sind, gar nicht so schlecht, ein warmes Mittagessen einmal am Tag zu haben. Diese Maßnahmen, diese Förderung gibt es sowieso. Die gab es auch schon früher. Aber die Leute, die es sich leisten können, zahlen heutzutage auch kein Mittagessen mehr in einer Wiener Schule. Sehr spannend. Verstehen Sie, dass viele Eltern sagen, sie wollen ihr Kind gar nicht mehr in eine öffentliche Schule geben, sondern wählen den Weg in eine private Schule, wo auch, muss man fairerweise sagen, der Migrationsanteil geringer ist und somit vielleicht die Leistung oder mehr gelernt wird? Das wird vor allem bei den Eltern passieren, die Interesse am Fortkommen ihrer Kinder haben. Das ist zwangsweise so und ist auch verständlich. Das heißt, Sie, ich weiß jetzt nicht, ob Sie Kinder haben oder nicht, aber nehmen wir das an, würden Ihr Kind auch eher in eine private Schule schicken? Ich würde mir zumindest die Schule sehr gut anschauen und schauen, wie wird dort unterrichtet, wie engagiert sind die Lehrkräfte. Und wie viel Verantwortung kommt auch den Eltern zu? Das ist auch immer wieder so ein Streitthema. Viele sagen, ja, du musst zu Hause dich auch mit deinem Kind hinsetzen, Hausübungen machen, lernen und so weiter. Kann man das den Eltern tatsächlich zumuten, zutrauen? Ist das verpflichtend oder ist das eine Aufgabe, die eigentlich das Bildungssystem hat? Die Sache ist die Eltern sind natürlich sehr vielschichtig. Wir haben die Eltern, die die Fähigkeiten haben, ihre Kinder lernmäßig zu unterstützen. Und wir haben die Eltern, die können das gar nicht. Und daraus ergibt sich schon das große Problem. Ja, die Bildungskluft, man kann fast sagen, eine Zweiklassenbildung haben wir mittlerweile auch schon. Andreas Salcher, ich habe ihn schon einmal erwähnt, der fordert auch Psychologen an jeder Schule, weil er sagt, dass die psychische Belastung der Kinder so enorm hoch ist. Erleben Sie das auch? Das stimmt. Wir haben auch an unserer Schule einen hervorragenden Psychologen. Beratungslehrer nennt sich das bei uns. Aber man könnte auch ein bisschen was, und es ist viel zu wenig eigentlich, man könnte etwas damit abfangen, wenn man die Klassen wirklich entsprechend besetzt. Eines ist ganz klar, eine Lehrkraft für 25 Kinder ist in den meisten Wiener Schulen irgendwie zum Scheitern verurteilt. Und dass hier nicht individuell gefördert werden kann, das liegt auch klar auf der Hand. Also das ist dann auch nicht nur in Wien so. Kommen wir oder bleiben wir kurz bei diesem Thema Psychologie, beziehungsweise wie es den Kindern mental geht. Welche Sorgen haben denn die Kinder? Was nehmen sie da so? Was schnappen sie da so auf? Die Kinder haben speziell in den letzten Jahren mit den Corona-Maßnahmen sehr viele zusätzliche Sorgen und Probleme aufgerissen. Sie wurden aus meiner Meinung nach völlig nicht nachvollziehbar, wurden sie aus der Schule ausgesperrt für bis zu 9 Monate in den zweieinhalb Jahren der extremen Maßnahmen, bis zu 9 Monate ohne regulären Unterricht. Und das hat die Kinder extrem getroffen, denn gerade der persönliche Kontakt mit den Lehrern, das erklärt bekommen, hat vielen Kindern gefehlt und weitere Defizite aufgemacht. Der soziale Kontakt ist ihnen abgegangen. Sie haben ihre Mitschülerinnen nicht getroffen, ihre Freunde. Sie durften auch oft nicht einmal hinaus. Sie haben durch die fehlenden Kontakte, ist auch das Immunsystem der Kinder extrem geschädigt worden. Wir wissen genau, das Immunsystem lebt davon, dass es ständig Viren, Bakterien und sonstige Einflüsse bekommt und diese auch abwehren muss. Wenn jetzt über längere Zeiten nichts kommt in der Art, schläft unser Immunsystem ein und wird viel anfälliger für plötzliche minimale Bedrohungen.
Ich bin also nicht nur Lehrer, sondern ich arbeite auch mit Kindersportgruppen. Und in einer dieser Kindersportgruppen habe ich letztens, also vor einer Woche, also im Sommer, folgende WhatsApp-Nachrichten bekommen. Und ich zähle mal vor, 1, 2, 3, 4, 5. Fünf Kinder wurden hier kurzfristig als krank gemeldet. Und das zieht sich durch alle Sportgruppen und auch durch die Schulklassen durch. Wir haben, seit die Kinder das Immunsystem geschädigt bekommen haben durch die Maßnahmen, haben die Kinder viel mehr Krankheiten. Und es ist oft so, dass zwischen einem Viertel und Drittel der Kinder in einer Sportgruppe oder Schulklasse krank nicht da waren. Sehr spannend, ja, durchaus sehr beunruhigend, was Sie da auch erzählen. Kommen wir noch einmal zu dieser mentalen Komponente. Mich würde auch interessieren, haben die Kinder denn Ängste in Bezug zum Beispiel auch auf den Ukraine-Krieg? Ist das auch ein Thema? Ich muss sagen, Ukraine-Krieg ist bei den Kindern relativ, die ich kenne, relativ bedingt. Ich habe also in einer Sportgruppe ein ukrainisches Kind dabei. Und in unserer Schule aktuell haben wir sehr wenig ukrainische Kinder. Es ist in den Gruppen, wo ich die Erfahrungen mache, relativ wenig angekommen. Also es ist schwer zu sagen. Und es hängt auch natürlich immer davon ab, wie weit die Kinder Informationen bekommen, die mehr oder weniger Angst erzeugen können. Es gab vor 2,5 Jahren noch mal sehr viel Aufruhr um eine Lehrerbewertungs-App. Da konnten Kinder, Schüler die Lehrer anonym, muss man sagen, bewerten. Da wurde dann gestritten und geklagt, ob das zulässig ist und so weiter. Ich will das jetzt gar nicht so genau ausführen. Aber generell meine Frage, wäre das doch vielleicht ein guter Schritt, weil man hat schon auch das Gefühl, dadurch, dass wir den Lehrermangel haben, man kann sich fast alles erlauben. Ich habe selber auch als Volksschullehrerin gearbeitet, bevor ich hier war. Da habe ich das auch erlebt. Da gibt es Lehrer, die haben wirklich pädagogische Maßnahmen, die nicht vertretbar sind. Das weiß die Bildungsdirektion, das weiß man. Aber man sagt tatsächlich, ja, wir können nichts tun. Wir können die Person gerade mal versetzen, weil wir haben niemanden. Ja. Also ich selber mache regelmäßig, gebe ich den Kindern meiner Klassen so einen Rückmeldebogen, wo sie mir genau ankreuzen dürfen, anonym wohlgemerkt. Ich lasse also nicht den Namen draufschreiben, wo sie mir ankreuzen können. Ich habe in den letzten Schuljahren viel gelernt, weniger gelernt und so weiter. Ich habe es gut verstanden, wenn du mir erklärt hast, oder weniger gut. Das lasse ich die Kinder eigentlich gerne ausfüllen und nehme es anonym an und spreche dann auch mit ihnen drüber, was ich denn vielleicht anders machen könnte. Da ist wahrscheinlich der Unterschied, dass das dann nicht für alle einsehbar ist, aber es finde ich persönlich auch sehr wichtig, ein persönliches Feedback sich einzuholen. Was ich nicht gut fände, ist irgendeine App, wo dann öffentlich ein Bashing auf diesen Lehrer einbricht, der nach Meinung seiner Schülerinnen und Schüler nicht gut ist. Ja. Ein sehr klares Statement. Kommen wir noch zu dem, was uns bald bevorsteht, die Ferien. Insgesamt gibt es 38 Schulwochen, das heißt laut Adam Riese dann 14 Wochen Ferien. Ist das womöglich auch zu lange? Also diese, vor allem diese 9 Wochen geblockt, da wo die Kinder oder viele Kinder gar keinen Kontakt mit Bildung haben? Ja, also das ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits brauchen die Kinder ihre Erholungsphasen, auch wir Lehrer. Andererseits ist es natürlich so, dass die nicht deutsch-muttersprachigen Kinder in großen Prozentanteil in den Ferien bei den Verwandten in den ursprünglichen Heimatländern sind und dort noch weniger Deutschkontakt haben, als sie unterm Schuljahr haben. Und da ist es so, dass man nach den Ferien bei vielen Kindern nicht bei Null wieder beginnt, sondern bei -2. Sehr dramatisch, ja. Das heißt, so gesehen sind die langen Ferien teilweise durchaus ein Problem. Das heißt, Sie wären schon auch dafür, dass man sagt, man kürzt vielleicht einfach die Sommerferien, teilt die Ferien mehr auf, oder was wäre da Ihr Lösungsansatz? Also da muss man sagen, ein Verteilen der Ferien in mehrere Blöcke, wo halt aber nicht reicht, um 9 Wochen lang nicht mit der Sprache Kontakt zu haben, fände ich durchaus eine gute Denkmöglichkeit.
Unsere Zeit ist leider zu Ende. Eine Frage habe ich noch, bitte eine kurze Antwort. Ja. Ist der Lehrerjob für Sie nach wie vor ein Traumberuf? Ja. Vielen Dank, Richard Ziesler.